Die versunkene Stadt. Ein König des Kurmvolkes regierte eine Stadt in Trapat. Sein Sohn erbaute am Rande eines Teiches seine Residenz und nannte die Teichstadt Nong Han. Während sein Vater in Trapat regiert hatte, beherrschte er das Land von Nong Han aus. Sein Sohn wiederum, Sura Utaka, folgte ihm in die Herrschaft und machte Nong Han zur Königsstadt. Eines Tages zog König Sura Utaka hinaus, um sein Reich zu durchreisen. An der Spitze seines Gefolges kam er auch zu der Stelle, wo das Gebiet von Nong Han an das Gebiet von Trapat grenzt. Er kam an den Fluss Mun, der hier die Grenze bildet. Aber niemand war da, um ihn zu empfangen. Da fragte er grollend seinen Hofbeamten: Wer hat hier die Grenzwache? Warum kommt er nicht her, um mich zu empfangen? Die Höflinge antworteten: In der Zeit deines königlichen Vaters lebte hier der Schlangenfürst Ton Amun als Pfleger des Grenzlandes. Wenn Ton Amun, die Schlange, nicht zu deiner Begrüßung erscheint, so kann das nur daran liegen, dass sie nicht benachrichtigt wurde, dass du, o Herr, kommen würdest. Mit wachsendem Zorn hörte der Herrscher des Kurmvolkes seine Hofbeamten sprechen. Er rief: Ich bin der König, und Ton Amun ist nur ein wildes Tier. Es ist seine Pflicht, herzukommen, um mich anzubeten. Seine Unbotmäßigkeit zeigt, dass er mir nicht die gebührende Verehrung entgegenbringt. Darum fangt ihn ein und führt ihn mir in Banden vor. Die Soldaten mussten dem Befehl gehorchen und gingen zum Wohnplatz des Schlangenfürsten, um ihn zu fangen und ihrem König zu überantworten, damit er seine Strafe vollziehen könnte. Aber Ton Amun ließ sich nicht fassen, und in dem Kampf seiner Heere gegen die Soldaten des Herrschers des Kurmvolkes siegten die Schlangen, und die Menschen mussten sich geschlagen hinter ihre Stadtmauer zurückflüchten. Ton Amun ordnete seine Heere von unzähligen Schlangen und Aalen, alle, die über ihr er gebot, und führte sie in wimmelnden Heerzuge nach Teichstadt Nong Han. Dort ließ er seinen Schlangen und Aalen freien Lauf. Sie sollten die Stadt untergraben und unterwühlen, sodass sie zusammensinken würde. Als die Arbeit beendet war und die Stadt fast zusammenfiel und im Wasser versank, schlängelte sich der siegreiche Ton Amun zum Palast durch, umwand König Sura Utaka und ertränkte ihm in Kongfluss, wo er seinen Tod fand. Der Leichnam übersandte er dem Herrn der Stadt Trapat. Die beiden Söhne des Königs Sura Utaka, Prinz Pinkan und Prinz Tongdeng, hatten sich indes mit der Königsfamilie aus der Stadt retten können, bevor sie zusammensank. Sie hatten auf der Insel im Teich Zuflucht gefunden. Als die schreckliche Nacht vergangen war und als sie am Morgen hinüberblickten ans Ufer, da gab es dort keine Stadt mehr. Alles war im Meer versunken. Prinz Pinkan ließ sich übersetzen zum Südufer des Sees und suchte nach einer Stelle, wo er eine neue Stadt erbauen könnte. Schließlich fand er einen Platz, wo ein Wassergraben viel Wasser spendete. Dort wollte er die neue Königsstadt erbauen. Es fügte sich gut, denn ganz in der Nähe fand sich ein Fußabdruck des Buddha. Als die Stadt errichtet war, zog der Prinz als König Suvanna Pinkan in den Palast ein. Er heiratete die Prinzessin Narai Jiangbang, die Tochter des Herrn der Stadt Trapat. Später erbaute er über dem Fußabdruck des Buddha den Tempel Chengchun und die Königin erbaute den Reliquientempel Pupek über dem Grab ihres ertränkten Schwiegervaters. König Suvanna Pinkan folgte treu dem Glauben des Buddha und erbaute den Waldtempel Tat Phanom, der von allen Anhängern des Buddha im Nordosten Thailands wegen seines glücksbringenden Reliquienschreins verehrt wird.